heute habe ich mal wieder die Ehre, die Whisky.de Awards zu machen. Ja, Horst ist heute nicht da, deswegen muss ich die Whisky.de Awards alleine machen. Bei vielen der Flaschen war ich mit dabei, aber auch bei einigen nicht. Nichtsdestotrotz, ich habe mich mit denen über die Flaschen mit Horst unterhalten und er hat seine dazu gesteuert. Und wenn ich mir so anschaue, was er mir da gegeben hat, dann glaube ich ihm auch, dass die definitiv Whisky.de Awards erhalten sollten. Der erste stammt von mir, McMurra Björksaf. Der einzige Nicht-Schotte hier in dieser Konstellation. Und es ist ein Whisky, der ein besonderes Finish hatte in Birkenweinfässern. Und ja, der wird wirklich aus Birke gemacht. Der war Birkenwein. Ja, gemischt mit Zucker, Hefe und sogar noch ein bisschen Zitronensaft. Und der gibt dem richtig einen ganz anderen Geschmack. Könnte man so ein bisschen mit Weißwein vergleichen. Aber immer noch ein bisschen anders. Sehr interessant. Ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt, wie stark McMurra aufbaut. Und ich bin vor allem gespannt, wenn die Brennerei immer noch älter wird und dann noch ja, interessantere, ältere Abfüllungen noch rausbringen kann. Als nächstes haben wir den Glenturret 15. Da war bei uns die Diskussion Glenturret Peated oder Glenturret 15. Die waren so beide so, okay, welcher von beiden ist besser? Wir haben das diskutiert. Der Peated war gut, aber ja, nicht so gut wie der 15-Jährige. Also der Peated hat sich leider den Award nicht verdient, aber der 15-Jährige hat sich den Award definitiv verdient. Ich glaube, wir hatten im März auch schon Glenturret, die wir ausgezeichnet haben. Ich muss sagen, ja, Glenturret hat echt eine tolle Range hier aufgestellt. Kann man nichts anders sagen. Ja. Nächster, Glenallachy. War leider noch nie in der Brennerei. Aber generell sind die Whiskys gut. Der 17-Jährige hier ist jetzt vom Horst nominiert worden. Hat definitiv einen Award verdient. Ja, schönes Ding. Als nächstes Glendronach. War, hätte ich jetzt auch so vom Papier, wenn ich mir jetzt alle angeschaut hätte und da nicht mal probiert hätte, hätte ich auch sagen können, okay, der ist gut genug. Also beziehungsweise der wird ziemlich sicher werden. Es ist einfach, Glendronach ist einfach eine Brennerei. So viel Expertise, so viel Qualität, die stecken so viel rein. Vor allem, sie investieren auch immer so viel in ihr Holz, dass da am Ende richtig was Gutes bei rauskommt. Also muss man immer dazu sagen, Brennereien leben extrem stark von ihrem Holzmanagement, von ihren Fässern. Und da ist bei Glendronach einfach sehr, sehr viel vorhanden. Als letztes Glenguin, glaube ich, auf Gälisch. Valley of the Geese. Wunderschöne Flasche. Und auch der Inhalt überzeugt. Und deswegen hat er auch einen Whisky.de Award bekommen. Jetzt muss ich mal dazu sagen, wenn man sich die Reihe hier so anschaut, sind die meisten hier nicht besonders preiswert. Sind jetzt nicht so die kompletten Ausreißer mit 500 Euro. Aber sie sind alle nicht so preiswert. Sie sind doch im oberen Preissegment. Und bei den Whiskys, wenn man sie kauft, macht man definitiv keinen Fehler. Es sind wirklich gute Whiskys. Aber man muss halt auch gewisses Geld auf den Tisch legen. Sagen wir es mal einfach mal so. Ja, das sind mal wieder die Whisky.de Awards gewesen für diesen April. Ich hoffe, nächstes Mal wird Horst wieder dabei sein. Bin ich mir aber ziemlich sicher, dass das auch wieder sein wird. Und ich hoffe auch, dass wir wieder richtig tolle Whiskys bekommen. Die hier haben mir echt gut gefallen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.